zwei Arten des Öffnen und Schließens. Итак, сейчас будут два варианта открывать и закрывать. Das erste ist das konzentrische Öffnen und Schließen. Und zwar achten wir hier darauf, dass die Handflächen beim Öffnen immer zum Körper zeigen und dass die Bewegung nicht ausufert, das hier wäre falsch. Итак, сейчас мы будем концентрически от живота наружу открывать и закрывать. При этом следите за тем, чтобы руки не расхлёстывались в стороны, а всегда показывали к животу. Einatmen, öffnen. Вдох. Und ausatmen, schließen. Выдох. Einatmen, öffnen, steigen. Поднимаемся с коленочек. Ausatmen, schließen, sinken. Выдох, слегка приседаем. Das hier ist eine Wahrnehmungsübung, keine gymnastische Übung. Это упражнение на внимание, это не гимнастика. Genießt den Atem. Наслаждайтесь вашим дыханием. Je ruhiger der Geist wird, umso ruhiger und tiefer wird die Atmung. Когда успокаивается дух, углубляется дыхание. Ganz von selbst. Все само по себе. Gut. So, jetzt bleiben wir mit den Händen vom Bauch. Оставьте руки здесь. Das hilft uns bei der Wahrnehmung dessen, was die Übung ausgelöst hat. Это помогает нам оставаться во внимании того, что это вызвало в нас сейчас внутри. Gut, so und jetzt kommt ein weites Öffnen und die Übung öffnet das Brustbein. А сейчас будет широкое открывание для того, чтобы центр груди раскрылся. Das ist sehr gut, das ist gegen diese Tendenz, dass im Alter bei einigen Leuten die Schultern einfallen und die dann so durch die Gegend laufen. У пожилых людей вот такая тенденция, впадает грудь и сгорбливается спина. Вот это упражнение снимает вот эти вот. Und wenn wir öffnen, gehen wir auf die Zehenspitzen. И когда будем открывать, поднимаемся на носочки. Потянулись, раскрылись. Расслабились, закрылись. Und ist klar, wenn ich öffne, atme ich ein. На вдохе, выдох. Und wenn ich schließe, gehen die Handrücken aufeinander zu, hier, so. Когда мы закрываем, руки могут даже вот так вот сходиться вместе. Ja, ganz nebenbei wird das Balancegefühl trainiert, wenn ich auf die Zehenspitzen gehe. И вставая на носочки, тренируем баланс, равновесие. Gut. So, nur damit ihr mal seht, wie